Die Klatsche gegen die Bayern ist beim VfL Bochum fast aktuell Nebensache. Bei Inside VfL soll es heute auf jeden Fall um die Frage gehen, zum Beispiel, ist der VfL eine schwierige Mannschaft? Da gehen ja die Meinungen von Ilja Kenzig und Anthony Lucia ein bisschen auseinander. Außerdem wissen wir ja auch, dass Hans-Peter Phillis nicht nur aus gesundheitlichen Gründen seine Ämter aktuell ruhen lässt. Aber warum wissen wir eigentlich davon? Warum gerät all das an die Öffentlichkeit? Wir probieren heute mal ein kleines bisschen Ruhe da reinzubringen und das einzuordnen. Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum. Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder und zwar heute in Form von Ralf Ritter von der WAZ. Ja, in Person von Ralf Ritter. Ich grüße alle, die uns zuhören und zuschauen. Hallo liebe VfL-Fans, ich freue mich. So, Stefan Döring freut sich sicher auch, Funke Sportreporter. Genau, hallo an alle. Sehr schön. Und ich mich sowieso. Mein Name ist Annalena Fehdke von Radio Bochum. Ja, wir stehen alle noch ganz frisch unter dem Eindruck von 5 Toren, die es gestern gab, gegen die Bayern zu Hause. 0-5 ist das Spiel verloren gegangen. Ich habe schon gehört in der Kurve, jetzt steigen wir diese Saison ab, weil es nicht nur zu 0-7 wurde, wie es ja fast Tradition hatte. Insofern würde ich jetzt sagen, fast vielleicht eine gute Sache? Fragezeichen. Das Ergebnis? Nee. Ja, am Ende ist es genau das gewesen, was jeder erwartet hat, würde ich behaupten. Keiner ist, glaube ich, reingegangen und hat gedacht, der VfL kann punkten. So kann man es, glaube ich, abhaken. Feldhoff und Ural haben ein bisschen was anders gemacht. Versucht, zurück zu den Basics, zu den einfachen Sachen zu kommen. Hat in der ersten Hälfte ganz gut funktioniert, in der zweiten Hälfte dann nicht mehr so. Und die Bayern sind dann einfach die Bayern. Ich glaube, so kann man es relativ schnell abhaken. Ja, ich würde einmal ganz kurz den Günther dazu holen. Günther Pohl ist heute zwar nicht hier, aber wir haben ihn immer im Herzen dabei sowieso und als Einspieler. Aus seinen 98,5 Sekunden, die live im Radio liefen. Also es ist ein Zusammenschnitt, könnt ihr nochmal nachhören bei radiobochum.de. Ja, Musiala mit dem Kopf am kurzen Pfosten vor Patrick Drewes und damit steht 2-0. Vorausgegangen war wieder ein Freistoß und damit geht es eigentlich jetzt nur noch um die Höhe des Ergebnisses. Ich glaube, das war auch allen, auch euch auf der Pressetribüne, klar, zu dem Zeitpunkt, erste Halbzeit irgendwie nur mit 2 Toren, 2 Gegentoren überlebt. Ja, und dann genau. Also halt so. Markus Feldhoff, Stefan hat es gerade gesagt, der Interimstrainer, zusammen mit seinem Co-Trainer Murat Ural, haben ein bisschen was geändert, haben sehr auf Defensive gesetzt mit Fünferkette, mit 3 Sechsern. Dadurch war man in der ersten Halbzeit defensiv durchaus stabiler als zuletzt, aber Günther sagt es in dem Einspieler ja auch, dann mit dem 2-0 war eigentlich nur noch die Frage, wie hoch geht's aus, und in der zweiten Halbzeit hätte es auch durchaus höher ausgehen können, also ich weiß nicht, die erste halbe Stunde war ganz okay, war ganz gut für VfL Bochum gegen diese starken Bayern, aber insgesamt war es jetzt kein großer Wurf, kein großer Schritt nach vorne, 0-5. Nicht gut. Ja, ich hatte auch noch mal einen Kommentar gelesen, ist ja auch so eine Sache, gegen eine Mannschaft, wo der Zeugwart mehr verdient als unser bester Spieler, kann also und darf man irgendwo auch verlieren, auch wenn es natürlich bitter ist. Ja, natürlich, also. Aber in der jetzigen Situation hatte man ja schon erhofft, dass auch in Form eines Ergebnisses, ne, einem 1-3 oder so, ein bisschen mehr noch rüberkommt, also das 0-5, ja, muss man schnell abhaken jetzt, weiter geht's. Und es gibt ja viele Baustellen, die man angehen muss, damit es aufwärts geht in Zukunft. Das ist die perfekte Überleitung, Ralf. Ja, ich hab's mir gedacht. Wahnsinn. Perfekt, ja, weil was ja eigentlich auch noch mal mehr so eine Sache war, oder überraschender war als das Ergebnis am Endeffekt, war das, was noch danach kam. Fasst mal gerne kurz zusammen. Oder ich stelle euch die Frage, ist der VfL eine schwierige Mannschaft? Was hat es damit auf sich? Anthony Lucia würde jetzt sagen, da müsst ihr den Mann fragen, der das Zitat gebracht hat. In dem Fall VfL Bochum-Geschäftsführer Ilja Kenzig. Für die, die es nicht gelesen haben sollten, wir verlinken euch das gleich auch nochmal in den Shownotes, auch nachzulesen immer unter watz.de.
Auf jeden Fall, ja, hat Ilja Kenzich ja gesagt gehabt, Ende letzter Woche, die Mannschaft, die Kabine sei nicht einfach, und Toto Lucia hatte da gestern entsprechend nach dem Spiel drauf reagiert, war davon nicht begeistert, und wenn man sich so vorher schon in der Mannschaft umgehört hat, konnten die das auch nicht so ganz nachvollziehen, warum er das sagt, was es eigentlich bedeuten soll. Ich glaube, die Kabine ist vielleicht sogar zu lieb. Also die kommen wahrscheinlich sogar alle zu gut miteinander klar. Es fehlt so, glaube ich, wenn man was kritisieren will, ist, dass in dieser Mannschaft die Reibung fehlt. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, was Kenzich meint mit einer schwierigen Kabine. Ich könnte mir vorstellen, dass er dann in die Richtung geht, dass sie auch in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Veränderungen eingefordert hatte. Das fing schon an unter Thomas Letsch in der vergangenen Saison, als die Mannschaft von der Dreierkette weg wollte. Jetzt ging es darum, dass die Mannschaft die Raute nicht 100% gut fand, dass die dann auch gegen Trainer Peter Zeidler, der letzten Sonntag dann ja auch gehen musste, ich will nicht sagen gearbeitet, geschossen hat, aber dass man damit eben nicht 100% zufrieden war. Mhm. Das wäre meine Interpretation, wenn es heißt, keine einfache Mannschaft. Manchmal ist ja auch dieses, wenn sie zu eng miteinander sind, dass da ein Trainer keinen Hebel hat mehr und da nicht zwischenkommt? Ja, genau. Es geht eher in die Richtung, dass die Mannschaft, Ilja Kenzich meinte mit Sicherheit nicht, dass die sich gegenseitig die Köpfe einhauen. Im Gegenteil, Stefan hat es angedeutet. Da hört man immer wieder, die sind sehr harmonisch als Gruppe. Das hört man von allen aus dem Spielerkreis, aber auch von außerhalb. Eine relativ harmonische Gruppe für eine Profimannschaft, wo es ja immer mal ein bisschen so hier und da nicht alle immer zufrieden sind. Aber das ist nicht das Problem, was Ilja Kenzich meint, sondern tatsächlich diese Sachen, Dreierkette nicht mitgemacht. Es gibt eine starke Fraktion um die langjährigen Führungsspieler, natürlich um Kapitän Lucia. Mhm. Philipp Hofmann wird dazu gehören, Maxi Wittig, Felix Passlack, sind so eine Gruppe sich sicherlich gebildet, die dann ihre Meinung sehr stark durchsetzt. Vielleicht meint er so bockt, ja, wenn ein Trainer kommt und neue Dinge einführt, erzählen auch solche Kleinigkeiten wie eben dieses Bierverbot dazu, dass es dann, ich übertreibe es mal, so eine Art Aufstand gibt und die das eben nicht so mitmachen, ne? Aber das ist, also das glaube ich einfach wirklich Interpretation. Ich finde es, ja, ich muss sagen, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, warum Ilja Kenzich in der Situation, wo es eh schon schwierig ist anhand dessen, was in der vergangenen Woche passiert ist, darüber werden wir jetzt natürlich auch gleich noch sprechen, dann sich diese Baustelle noch aufmacht. Und ich meine gar nicht Kenzich alleine, sondern generell dann, dass sich im Verein so eine Baustelle auftut, weil natürlich wurde Lucia gestern nach dem Spiel dazu befragt und er hat dann dementsprechend auch geantwortet. Man muss dazu sagen, also er hat es nicht von sich aus gesagt, aber er sagt dann eben öffentlich was und dann ist es nicht nur ein Zitat, wie Moritz Pruschinski es zum Beispiel bei The Zone nach dem Spiel abgegeben hat, dass er gesagt hat, die Mannschaft funktioniert schon, sondern Lucia hatte dann noch einen draufgesetzt, was heißt draufgesetzt, aber meinte dann schon, wir müssen jetzt Einigkeit zeigen und demonstrieren und brauchen sowas nicht. Was schon als deutliche Kritik aus unserer Sicht an Ilja Kenzich zu verstehen ist. Und damit machst du dir einfach unnötigerweise eine Baustelle auf, die jetzt medial besprochen wird, die unter den Fans besprochen wird, die vielleicht für eins intern gar nicht so groß ist, aber was zusätzlich Unruhe einfach reinbringt. Voll. Und das befeuern wir jetzt ja nicht, sondern das befeuern die selbst. Ja, ja. Ja, es ist ja auch so komisch, weil Kenzich hat das gesagt, aber nicht weiter eingeordnet. Und vielleicht ist ja auch einfach nur ein Riesenmissverständnis, was die hinter den Kulissen nach dem Interview gestern möglicherweise ja auch. Beide, sowohl Ilja Kenzich als auch Anthony Rosilla, wissen schon ganz genau, wann sie wo was sagen. Insofern, genau, von einem Missverständnis gehe ich jetzt mal nicht aus. Okay. Aber sicherlich, da gehe ich komplett mit, Stefan. Sehr unglücklich, auch von Ilja Kenzich, dieses Thema überhaupt öffentlich aufzumachen, sondern da spricht man mit der Mannschaft, das hat er ja auch getan am Dienstag in der Kabine, da hat er sich die vorgeknüpft intern und dann lässt man das auch intern
und erzählt nicht jetzt in dieser Situation schwierige Mannschaft, komplizierte Mannschaft und man muss ja bedenken, man ist ja auf Trainersuche, man ist auf Sportdirektorsuche. Und die Mannschaft, ja, sie ist eben stark und ein Toto Losega hat sich das auch erarbeitet, stark zu sein, das muss man auch sagen. Er ist seit 10 Jahren hier beim VfL Bochum und hat immer seine Leistung gebracht, vor allem in puncto Einstellung, in puncto Fitness. Ja, wir können jetzt darüber diskutieren, ob so langsam es schwierig wird für ihn in der Bundesliga noch mitzuhalten, aus Altersgründen auch, in Sachen Tempo und so weiter. Aber er hat sich ein Standing erarbeitet. Er ist weiterhin ein vorbildlicher Typ, er ist auch in der Mannschaft komplett anerkannt. Da habe ich noch nie in all den 10 Jahren, so lange begleite ich ihn ja auch, noch nie etwas anderes gehört. Anthony Losilla ist immer für andere, für neue, für junge Spieler da, hat da immer ein offenes Ohr und hilft. Und ja, er hat ein gewisses Standing dann auch im Club und eine starke Meinung und eckt damit sicherlich dann auch mal an. Das gehört dazu. Wichtig ist, das muss intern bleiben. Das muss intern geregelt werden. Und auch Anthony Losilla, nehme ich jetzt nicht ganz frei, ja, er wurde gefragt, sagte Stefan, darf dann natürlich, muss er sogar sagen, bei uns ist alles okay und dann hätte er vielleicht einfach nur sagen sollen und alles andere besprechen wir auch intern, statt noch weiterzugehen, finde ich schade, dass er sowas sagt und der Herr kennt sich und ja, wir müssen jetzt alle eine Einheit sein, wie Stefan sagte, das ist dann schon offener Disput, der überhaupt nicht gut tut in dieser Lage. Ja, jetzt mal unabhängig davon, ob die Mannschaft schwierig ist oder nicht. Wir finden jetzt vielleicht eher nicht, wissen jetzt aber auch nicht genau, was Kenzich damit gemeint hat. Stellt sich ja immer wieder die Frage, die ihr uns auch viel gestellt habt. Warum überhaupt wird es öffentlich gemacht? Fanfrage der Woche. Und das ist es nämlich. Warum reden wir jetzt drüber? Warum wissen wir überhaupt davon? Das, also klar, weil Anthony Losilla gestern gefragt wurde im Interview. Aber da müssen wir ja die Klammer jetzt auch nochmal ein bisschen weiter aufmachen. Da geht es jetzt nicht nur um Kenzich Losilla, dieses Ding, sondern auch um Sachen, die letzte Woche noch aufkamen. Stichwort Hans-Peter Phillis ist zurückgetreten, also hat seine Aufgaben erstmal nieder, sein Amt niedergelegt. Seine Ämter ruhen lassen, ne? Genau. Zurückgetreten ist er eben nicht. Genau. Genau. Das ist der Unterschied. Genau. Offizielle Begründung aus gesundheitlichen Gründen und persönlichen Gründen. Genau, wir müssen vielleicht kurz alle mitnehmen, wer Hans-Peter Phillis ist, welche Funktion er hat. Er ist Präsident des Vereins VfL Bochum und Aufsichtsratsvorsitzender der ausgegliederten Profiabteilung, also im Prinzip der erste Mann im Club und der Aufsichtsratschef der Profiabteilung. Das Ganze seit 12 Jahren, seit der Ausgliederung zumindest, vorher halt nur in Anführungsstrichen Aufsichtsratsvorsitzender des Vereins. Ja, er ist nicht zurückgetreten am Mittwochabend bei der Präsidiumssitzung, sondern er lässt, so ist die offizielle Version, beziehungsweise so ist der Fakt, lässt seine Ämter ruhen, offizielle Begründung aus gesundheitlichen Gründen. Aber da haben wir recherchiert, könnt ihr auch gerne nochmal alles nachlesen bei watz.de/VfL, dass es zwar gesundheitliche Gründe gibt, an dieser Stelle alles Gute, gute Besserung, Herr Phillis. Sowieso, ja. Aber diese waren nicht ausschlaggebend dafür, dass er seine Ämter ruhen lässt, sondern da gab es inhaltliche Differenzen und zwar schon seit Wochen, wenn nicht sogar Monaten, innerhalb des Präsidiums und praktisch eine Opposition jetzt oder zwei Lager im Präsidium und mehrheitlich gegen die Meinungen von Herrn Phillis in wichtigen Fragen. Und daraufhin wurde er quasi, es hätte zu einem Misstrauensvotum kommen können, das war klar. Und deswegen hat man sich so darauf verständigt, nach außen zu sagen, aus gesundheitlichen Gründen lässt Herr Phillis vorerst seine Ämter ruhen, womit er auch jederzeit theoretisch zurückkehren könnte. Wonach es aber nicht aussieht, wenn es wirklich intern Probleme gibt. Ja, das ist Interpretationsspielraum. Ne? Also auf der einen Seite kann man jetzt sagen, bei den wichtigen Entscheidungen, die jetzt anstehen, könnte er dann natürlich auch nicht verantwortlich gemacht werden, weil er ja, ich glaube, auch unter Fans und Mitgliedern in den letzten Jahren
schon auch mal kritisch gesehen wurde und es auch manchmal hieß, dass Hans-Peter Philis Alleingänge macht und seine Ideen so durchsetzt. Ja, 2018 ganz kurz, 17, 18 gab es Initiativen, die sich für eine Abwahl sogar eingesetzt hatten, verliefen dann nach diversen personellen Korrekturen im Sande. Aber bitte, Stefan. Ja, aber das ist jetzt natürlich ein Punkt für ihn dann auch, könnte positiv sein, wenn jetzt ein neuer Sportdirektor geholt wird, wenn ein neuer Trainer geholt wird, ist Hans-Peter Philis nicht involviert. Und wenn das mit denen auch nicht funktioniert, kann er natürlich schön sagen, ja, also ich war daran nicht beteiligt, wenn er wieder zurückkehren sollte. Aber das ist halt auch reine Spekulation. Insgesamt ist es einfach so, dass der VfL Bochum auch auf dieser Ebene gerade kein gutes Bild abgibt. Und ich frage mich so ein bisschen, warum sie das so auch tun. Ja, die Ultras Bochum haben gestern ja auch entsprechend in der Ostkurve ein Plakat hochgehalten, wer seine eigenen Interessen über die des Vereins stellt, der kriegt mit uns Probleme. So sinngemäß auf jeden Fall war es. Könnt ihr auch bei uns nochmal lesen. Wir werden es nochmal verlinken, den Text, was genau drauf stand und welche Hintergründe es hat. Aber wer gemeint war, kann man natürlich nicht sagen. Unsere Spekulation ist einfach, dass die gesamte Vereinsführung betrifft, dass es eben um den Aufsichtsrat geht, dass es um Ilja Kenzig geht, weil ich habe schon das Gefühl, dass da aktuell jeder so ein bisschen um seine eigene Position ringt, auch in der Außendarstellung, intern vor allem, und Ralf hat es gerade ja schon angesprochen, es gibt im Aufsichtsrat oder es gab im Aufsichtsrat so eine Opposition gegen Hans-Peter Philis. Es sind 4 Mitglieder nach unserem Kenntnisstand im Aufsichtsrat, die aufbegehrt haben. Und das, also meine Meinung ist, dass solche Querelen einfach dem Verein in dieser Situation, der er momentan steckt, überhaupt nicht gut tun und dass das Schlechteste ist, was man aktuell machen kann, jetzt intern auch noch einen Machtkampf auszutragen. Zumal aus meiner Sicht der Verein aktuell auch ein bisschen kopflos daherkommt. Du hast keine sportliche Führung aktuell. Alles hängt jetzt bei Ilja Kenzig, der einzige Geschäftsführer des VfL Bochum ist, nach einer Umstrukturierung im Sommer, beziehungsweise im Frühherbst. Das könnt ihr auch bei uns nochmal nachlesen bei watz.de, werden wir euch auch nochmal verlinken, was es damit auf sich hat. Auf jeden Fall ist nach dem Ausscheiden von Patrick Fabian der zweite Geschäftsführer abgeschafft worden. Seitdem ist Kenzig alleine da. Im hauptamtlichen Bereich, genau. Ja, und alles andere hängt an Direktoren. Und einer dieser Direktoren war der Sportdirektor Marc Lettau, der im Prinzip den gesamten sportlichen Bereich dann verantwortet hat. Und das fällt dem VfL gerade ein bisschen auf die Füße, dass da nur einer war, der sich um den sportlichen Bereich gekümmert hat und dann eben nicht ein zweiter. Und ja, dementsprechend läuft aktuell auch die Suche. Ne? Auf der einen Seite sagte Ilja Kenzig am letzten Donnerstag in einer Medienrunde Tempo, Tempo, Tempo bei der Suche nach Sportdirektor und Trainer. Auf der anderen Seite haben wir jetzt, Stand jetzt Montagmorgen, Montagvormittag, es gibt weder Trainer, es gibt weder Sportdirektor und natürlich wissen wir nicht alles, aber unser Kenntnisstand ist aktuell, dass es da auch bislang nicht in eine richtig konkrete Richtung geht. Lass uns da gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich möchte einmal noch ganz kurz dieses Warum ist das so viel öffentlich? Also klar, ein guter Journalist, wir verraten jetzt natürlich auch keine Quellen so, aber wie kommt das denn an die Öffentlichkeit? Ja gut. Und damit ja auch an uns. Wie du schon sagtest, ein guter Journalist verrät seine Quellen. Ja, ja. Und natürlich recherchieren wir auch und versuchen aufzudecken, was steckt denn wirklich dahinter. Das ist ja nun mal unser Job. Da muss man jetzt auch nicht nach 10.000 Maulwürfen oder so suchen, sondern man hat so seine Quellen und sichert ab und dann kommt es raus. Und es war, ich möchte da nochmal drauf eingehen, was Stefan andeutete, Außendarstellung. Es war klar, dass in dieser Vorgehensweise, in dieser Konstellation die Geschichte mit den rein gesundheitlichen Gründen so nicht stehen bleiben wird, sondern dass es rauskommt. Und dann darf man so nicht handeln. Die Außendarstellung, die der VfL Bochum insgesamt derzeit abgibt,
gibt, ist fatal. Stefan hat es gesagt, man hat keinen Sportdirektor, man hat keinen Cheftrainer, man hat auf einmal auch den langjährigen Präsidenten und Vorstandsvorsitzenden nicht mehr dabei. Das Ganze wird öffentlich debattiert. Jeder versucht irgendwie seine Haut zu retten gefühlt, schiebt die Schuld auf andere, nimmt ein bisschen Schuld auch auf sich. Und versucht das teilweise auch öffentlich zu klären. Versucht das teilweise auch öffentlich. Das ist ja immer so ein Faktor. Ja, und das kommt dann auch, und jetzt wird es richtig wichtig für den VfL Bochum bei Sponsoren dann nicht gut an. Ja, wenn ein Anker, man kann zu Hans-Peter Philis verschiedene Meinungen haben. Er hat nicht alles richtig gemacht in den 12 Jahren, aber er stand für Stabilität und Kontinuität letztlich und auch als Ansprechpartner für viele Sponsoren und die Lokalpolitik eine wichtige Figur des VfL Bochum. Und in dieser sportlich prekären und personell prekären Lage jetzt da quasi auf ihn zu verzichten, ich sag's mal so, wie es ist, ist überhaupt nicht gut und vorteilhaft und kann den VfL Bochum dann letztlich auch Geld kosten, richtig Geld. Mhm. Ja. Wollen wir nochmal auf die Trainersuche eingehen? Es gab ja dann wenigstens diesmal nicht die Situation wie im Frühjahr, dass wir gesagt haben, also oder dass gesagt wurde, Letsch wurde entlassen, wir suchen einen neuen Trainer. Dann war ja irgendwie in den Medien schon klar, Kandidat A sollte es gewesen sein werden, wollte aber nicht, hat abgesagt. Peter Stöger war das damals. Und dann hinterher, ne? Stellen sie sich hin und sagen, hier Interimstrainer, wir sind komplett überzeugt davon. Ja. Das ist ja jetzt diesmal anders kommuniziert, immerhin da. So. Ja, das ist tatsächlich ein Unterschied zum Frühjahr. Allerdings, die Bedingungen beim VfL Bochum sind auch einfach schwierig, finanzieller Natur. Dann ist auch noch eine schwierige Mannschaft. Dann ist es, genau. Nein, aber bleiben wir einmal beim Finanziellen. Ja. Das hatte Ilja Kenzig letzte Woche schon gesagt, dass es eben dementsprechend schwierig ist, weil man zwei Trainer mit Thomas Letsch und Peter Zeidler auf der Payroll hat, auch noch langfristig, die jeweils gut 1 Million verdienen sollen, nach unserem Kenntnisstand. Genau. Der neue Trainer, der kommen soll, der wird wahrscheinlich maximal knapp mehr als die Hälfte von den beiden dann jeweils verdienen. Diesen Trainer musst du dann jetzt allerdings auch erstmal finden und der muss zu Kriterien passen, die sich dann jetzt Ilja Kenzig zusammen mit den Verantwortlichen aus dem Präsidium überlegt hat. Sollen 5 Kriterien sein, das hatten sie letzten Donnerstag auf einer Medienrunde oder in einer Medienrunde gesagt, könnt ihr auch gerne nochmal nachlesen. Unter anderem soll der Trainer taktisch flexibel sein, weil die Mannschaft zusammengestellt ist für verschiedene Formationen, Systeme und Grundordnungen, wie man es auch immer nennen will. Zum anderen soll es aber einer sein, der auch eine harte Hand hat, so mehr oder weniger hieß es. Um die Mannschaft, um die Kabine. Klare Autorität, ne? Da geht es wieder dann. Nicht einfache Mannschaft. Und, wo ich auch so ein bisschen denke, muss das nicht irgendwie jeder Trainer haben? Ist eigentlich eine Basic, eine Selbstverständlichkeit. Ja, ne? Aber dabei bist du dann eben, und dann wird es halt schon wieder schwierig. Ne? Mhm. Welchen Trainer kriegst du für das relativ geringe Budget, was du hast, für diese Kriterien? Und dann muss man noch dazu sagen, also, Ilja Kenzig hat gestern auch viel dafür getan in einem DAZN-Interview, um die Aufgabe für den jeweiligen Trainer dann noch schwieriger zu machen. Er hat quasi schon das Narrativ des Wunders bedient, indem er gestern schon gesagt hatte, ich glaube, Rari hat es konkret aufgeschrieben, hilf mir kurz, er meinte, glaube ich, Man muss mehr aus der Mannschaft rausholen, genau. als in ihr steckt. Ne? Genau, man muss mehr aus der Mannschaft rausholen. Weiß nicht ganz wörtlich, aber... Schön gesagt, ja. Aber tja, ist ja so. Ist immer so, ne? Also muss total überperformen und ein bisschen überspitzt, übersetzt kann man sagen, eigentlich hat er keine Chance, aber kannst ja mal versuchen. So, für ein Appel und so ein Ei. Ein bisschen mal so überspitzt das übersetzt, ja. Ja. Gut, Stefan sagt, er macht es einem möglichen Trainer damit noch schwerer. Man kann natürlich auch sagen, er macht es ihm einfach, weil damit kann er eigentlich nur noch gewinnen, wenn der Chef ja vorher schon gesagt hat, dass eigentlich gar nichts geht. Es sei denn, er holt noch viel mehr raus aus dieser Truppe, als in ihr steckt.
Gleichzeitig muss man auch kritisch wieder sagen, da bei Ilja Kenzig, den ich sehr schätze, das muss ich sagen, er hat in den letzten Jahren, das sollte jetzt nicht untergehen, als Geschäftsführer des VfL Bochum den Verein durch die Corona-Krise geführt, unter anderem, er hat ihn stabilisiert, er hat ihn federführend zu dem gemacht, was er ist. Damit meine ich jetzt nicht die aktuelle Krise, sondern er ist im vierten Jahr in der Bundesliga, nachdem er vorher 11 Jahre in der zweiten Liga war. Er hat ihn wirtschaftlich gut aufgestellt, auch wenn das Sparbuch im Moment leer ist. Aber der Verein ist schuldenfrei und hat keine großen finanziellen Sorgen. Das war vor 10, 12 Jahren auch ganz anders. So, das vorab, aber im Moment ist er in der Außendarstellung, Ilja Kenzig, aus meiner Sicht nicht so glücklich, wenn er sagt, diese Trainergeschichte sagt, ist, man kann mit dieser Mannschaft eigentlich nicht gewinnen, es sei denn, sie überperformt unglaublich. Damit greift er ja auch wieder die Mannschaft ein bisschen an, ne? Und sagt, der Kader kann nichts. Auch wieder ein bisschen überspitzt gesagt, aber, ja. Aber das zahlt ist einfach, jetzt auch nicht gerade vorteilhaft. Genau, das zahlt einfach in die aktuelle Situation ein. Also der VfL Bochum hat so viele Baustellen und man merkt es ja, also wir sprechen halt schon nicht mehr großartig über das Sportliche. Und ist auch krass, sportlich, ne? Sportlich ist es natürlich ja auch eine katastrophale Saison bislang mit nur einem Punkt und dem Pokal aus. Aber wie gesagt, es sind so viele Punkte, die beim VfL aktuell, oder wo es kriselt, wo es bröckelt. Und man beschwört immer bei allen möglichen Situationen, beschwören die Verantwortlichen, die Spieler Einheit. Sie leben diese Einheit aber nicht. Und das ist, das muss man sagen, ist in den letzten Jahren das große Faustpfand des VfL gewesen, dass man an einem Strang gezogen hat, egal was gewesen ist, auch wenn ein Trainer gegangen ist. Danach hat man sich zusammengerissen und hat unter anderem das Relegationswunder geschafft, weil man zusammengearbeitet hat, weil man dran geglaubt hat. Und das vermisse ich beim VfL in der aktuellen Situation wirklich. Muss ich sagen, ist auch nicht nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Da im Moment von Einheit so. Keine Spur. Ja. Ja, absolut. Einzig positive Zeichen, du sagtest gerade, Fans. Genau, ja, die Fans haben ja ein lieben gutes Gamboa. Signal gegeben. Sie haben applaudiert der Mannschaft, haben gezeigt irgendwo, wir stehen zum VfL Bochum, wir stehen letztlich auch zu euch, wenn ihr euch anstrengt. Das haben sie getan. Ich finde, es geht noch ein bisschen mehr als gestern sogar von der Intensität, aber im Vergleich zu Hoffenheim war es ein Schritt nach vorne, was allerdings auch nicht schwierig war. War auch in der Vergangenheit ja gegen Bayern schon mal ein bisschen lauter, war schon aber lauter, war noch immer, ist schwierig zu vergleichen, war noch andere Situation als die jetzige. Ja. Eine Prognose. Auf jeden Fall, da gab es keinen Schimpf und Schande, kein. Nein, auch in der Kurve. Insofern sage ich, es kann auch alles noch schlimmer werden. Ja, eine Prognose hätte ich gerne noch von euch, bevor wir tippen. Was denkt ihr, wie lange sehen wir noch Markus Feldhoff und Murat Ural an der Seitenlinie beim VfL? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe ja gerade schon zitiert, Ilja Kenzig mit Tempo, Tempo, Tempo bei der Trainersuche. Und auch da sind wir da wieder dabei. Auf der einen Seite soll schnellstmöglich der neue Trainer kommen und auf der anderen Seite geht das aktuelle Duo schon davon aus, auf jeden Fall das Frankfurt-Spiel noch zu bekommen und wahrscheinlich sogar auch noch das Leverkusen-Spiel in der Woche da drauf, weil danach ist Länderspielpause. Und wenn man sich, wenn man sich umhört, auch und in der Kabine, sind die Spieler schon auch dabei, dass sie das mit Markus Feldhoff und Ural sehr gut finden. Moritz Bruschinski hat gestern zum Beispiel gesagt, die Mannschaft hätte wieder Spaß im Training. Kann man auch bei uns nachlesen, wenn wir euch verlinken hier. Es zeigt ja, dass es mit den beiden schon zumindest in der Kommunikation mit der Mannschaft auch funktioniert. Aber natürlich, irgendwann muss der neue Trainer kommen. Aber wenn man jetzt mich persönlich fragt, sage ich auch, Sonntag nach dem Leverkusen-Spiel wäre der perfekte Zeitpunkt, um den Trainer vorzustellen, damit er am Montag anfangen kann, mit der Mannschaft zu arbeiten. Dann hat er gut 2 Wochen Zeit, kann sich auf das Stuttgart-Spiel vorbereiten und dann kommen eben die Gegner, wo der VfL Bochum auf jeden Fall die Punkte holen muss. Mhm.
Ja, vorher rechne ich auch auf gar keinen Fall mit. Also ich rechne nicht vorher mit, auf gar keinen Fall würde ich nicht sagen, ich schließe gar nichts mehr aus hier beim VfL. Vielleicht ist er auch heute Nachmittag da auf einmal. Aber ich würde auch sagen, nach dem Leverkusen-Spiel kommt ein neuer Trainer frühestens. Und wenn die Mannschaft dann in den 90 Minuten mal zeigt, in Frankfurt oder gegen Leverkusen, dann noch ein bisschen mehr als gegen Bayern, wenn sie zeigt, das funktioniert mit Feldhoff und Ural. Also ich persönlich wäre auch nicht abgeneigt, auch aus Vereinssicht dann gedacht, mit den beiden dann sogar bis zum Winter erstmal weiterzumachen. Denn das schmale Portemonnaie wurde angesprochen und wer sagt denn, dass ein neuer Trainer, der jetzt kein Starttrainer sein kann, das geht schon finanziell nicht, da mehr rausholt mit dieser angeblich so schwierigen Mannschaft. Und das haben wir bisher ja noch gar nicht gesagt, sie ist ja auch in der Bundesliga den meisten halt qualitativ definitiv unterlegen. Ne? Also das Überperformen muss man auch nicht überbewerten, sondern tatsächlich musste sie auch in den Vorjahren ein Stück weit überperformen, um die Klasse zu halten. Ja, und das ist ja eigentlich immer insofern so. Feldhoff kommt gut an bei der Truppe, macht einen sehr ruhigen, entspannten Eindruck, was viel wert ist in dieser Phase hier, wo so viel Unruhe ist. Insofern, ja, warum nicht erstmal weiter mit ihm und Murat Ural. Okay, dann lass uns noch mal ganz kurz doch sportlich werden. Tippspiel. Und auf das Sportliche schauen, was wir erwarten. Es geht auswärts ran in Frankfurt. Einmal ganz kurz, ihr habt wieder getippt und zwar 24 Punkte geholt. Ich habe 7, glaube ich, geholt. Zwei von euch haben 24 Punkte geholt und zwar Bochum 1848, denkbar einfacher Name, und 100 als Wort und die Ziffer 2, 100, 102. Ihr beide, ihr habt gewonnen und damit bekommt ihr einen Fanschal zugeschickt, zugegebener Zeit. wenn ihr schreibt an insidevfl@funkemedien.de. So, was erwarten wir vom kommenden Spiel? Vermutlich nochmal mit den beiden Trainern an der Seitenlinie, mit unveränderter Mannschaft. Ich gehe davon aus, dass die Mannschaft deutlich besser auftreten wird, weil es die zweite Trainingswoche sein wird unter dem neuen Trainer-Duo, was man ja auch so hört, unter Peter Zeidler nicht so den ganz großen Einfluss hatte. Deswegen ist das ja wirklich schon jetzt was Neues, was da passiert. Und ja, ich glaube, dass die Mannschaft gegen Frankfurt deutlich strukturierter auch spielen wird. Man wird sich wahrscheinlich auch wieder auf die einfachen Dinge besinnen, aber die einfachen Dinge müssen ja nicht schlecht sein. Deswegen bin ich da nicht ganz so pessimistisch, wie ich das letzte Woche vielleicht noch gewesen wäre, wenn es gegen Eintracht Frankfurt geht, weil die haben jetzt in den letzten beiden Spielen auch nicht so dermaßen überzeugt in der Europa League gegen Riga und jetzt gestern beim 1:1 gegen Union Berlin. In Zahlen? In Zahlen. Ach ja, du bist Zahlen. Ach ja. Fangen wir mal einfach an oder fangen wir mal mit kleinen Brötchen an und es gibt ein 1:1, also ein Punkt. Okay, damit könnte man ja schon zufrieden und sein. Ich hatte mir gerade so ein schönes 1:1 zurechtgelegt. Nein, ich denke auch, dass es Fortschritte geben wird. Ich denke, es wird zunächst weiterhin, Markus Feldhoff ist ein bisschen ausgewichen auf meine Frage gestern, ob es jetzt bei diesem Achterriegel bleibt. Ich denke, grundsätzlich wird die defensive Stabilität weiterhin im Vordergrund stehen. Aber so ein bisschen mutiger, offensiver erwarte ich sie dann schon, über Konter dann zum Erfolg zu kommen. Und ja, vielleicht platzt bei Moritz Broschinski mal der Knoten. Ich fand ihn gar nicht so schlecht gegen die Kanten von Bayern gestern. Ja, dann sage ich jetzt einfach mal 2:2. Okay. Ja, wenn ich das vielleicht noch einmal kurz nachschieben darf, Ralf hat es gerade angesprochen mit Moritz Broschinski. Jetzt nach dem Spiel schon wieder habe ich in Foren und in Social Media wirklich harte Kritik an ihm gelesen, auch an Patrick Drewes, der kritisiert wurde. Habe ich auch in der Kurve so wahrgenommen, ja. Ja, also da muss ich sagen, finde ich Quatsch. Natürlich, du kannst super viele Dinge aktuell beim VfL Bochum kritisieren, aber die beiden in dem Spiel gestern, Broschinski hätte das 1:0 machen können, er hat für mich gut gespielt. Patrick Drewes hat hinten raus ein
paar Paraden drin gehabt. Im zweiten ist er beteiligt. Ja, beim zweiten geht er auf seine Kappe. Aber der hat eine Parade, zwei, drei Paraden da noch rausgeholt, was Markus Feldhoff übrigens im Nachgang auch nochmal lobend erwähnt hat. Der VfL hätte halt sonst noch höher untergehen können. Ja. Und sich jetzt und sich generell jetzt auf einzelne Spiele einzuschießen, finde ich schwierig. Deswegen bleiben wir dabei, vielleicht auch dahingehend ein bisschen mehr Einheit zeigen, weil vielleicht wäre das dann so ein Vorbildcharakter dann auch für die beteiligten Personen. Ja, ist immer einfach, ne? Ja, die dann in der Verantwortung zu sehen. Sind sie auch irgendwo, aber ja, alles mit begrenzten Möglichkeiten. Ich muss noch tippen, ich sage 2-1, weil ich wieder Optimismus pur verspüre. So ist es. Ich tippe nicht gegen den VfL. Okay, dann schauen wir, was uns aus unseren Tipps wird, was aus euren Tipps auch wird und ob von euch jemand demnächst wieder einen Fanschall gewinnt. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, nächste Woche vertritt mich hier meine Kollegin Nicole Dreisbach. Seid lieb zu ihr. Ihr sowieso. Natürlich. Und bis dann. Macht's gut. Tschüss. Danke Ciao. Euch. Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.